Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk WoW Mysteriöses. Ja, lang ist's her, lang ist's her. Ja, aber nicht vergessen, habe ich natürlich nicht. Die wird Reihe wird weitergehen, wird jetzt aber kürzer ausfallen als 10 Minuten. Ich will das lieber so kürzer halten, sonst ist bald alles weg. Eigentlich ging sie ja schon immer weiter, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Es wird jetzt wieder vielleicht öfter was kommen, weil es ist wirklich lange her. So, und zwar geht es jetzt weiter, aber zuerst möchte ich noch eine kurze Sache ansprechen, nämlich ich habe jetzt Twitter. Das heißt, da werde ich meine Videos posten und blöde Kommentare von mir geben. Der Name ist natürlich mal LornLP. Ja, ich kenne mich mit Twitter nicht besonders aus, aber das wird mir noch lernen. Ich wollte nur, dass ihr es wisst. So, ich habe Twitter, ihr könnt mich da verfolgen und stalken und so weiter und so fort. Ja, wollte nur mal kurz anmerken, dass ich das jetzt auch habe. Ich kenne mich damit noch nicht so aus. Es wäre nett, wenn ihr in die Kommentare schreiben könntet, was man damit alles so tun kann. Ich werde mich natürlich auch nochmal durch Sachen lesen, was man da alles so tun kann. Ja, aber jetzt geht es erstmal los mit den mysteriösen Sachen. Und zwar, die erste befindet sich hier in Netherstorm. Und zwar hier. Dort sieht man einen kleinen Mini-Teufelsherrscher und einen Goblin. Hier gibt es eine Questreihe. Ich weiß nicht genau, wo sie anfängt und wo sie endet. Bloß es kommt dazu, dass man diesen Typen hier steuert, um irgendwas zu machen. Dieser läuft dann hier hoch und zerstört, ich glaube, diese Rakete hier. Dieser Teufelsherrscher hat aber einen Namen, namens Negatron. Ja, das ist natürlich ein kleines Easter Egg an Megatron von den Transformers. Ich kenne mich mit Transformers auch nicht so gut aus, aber das finde ich ganz lustig, dass, naja, immer so WoW so Popkulturen einbaut, beziehungsweise so ein kleines Easter Egg an Namen. Davon gibt es recht viele, davon werde ich wahrscheinlich auch noch ein extra Video machen, wo ich erkläre, was die ganzen Namen bedeuten und vor allem welche Anspielungen auf was die Namen sind. Ja, wenn ich ein besseres Schneideprogramm habe. Das zweite Easter Egg ist dieses kleine Grab hier. N V O A. Zusammen bedeutet dieses gute Wort, wenn du es von oben nach unten liest, Nova. Dieses ist ein Easter Egg an, naja, das soll ein Grab sein, Novas Tomb. Oder, du, habe ich jetzt gerade auch so. Ja, Novas Tomb findet man hier in Netherstorm und, ja, das hier soll ein Grab an das nie ausgefundene Spiel Nova Terra sein, oder beziehungsweise an Nova Terras von StarCraft. Ich weiß nicht genau, wer Nova Terra ist. Ich kenne mich mit StarCraft nicht aus. Aber viele Leute, die StarCraft kennen, kennen wahrscheinlich die gute Nova Terra. Ich nicht. Ich habe mir den Wiki-Artikel dazu durchgelesen. Soll anscheinend eine sehr krasse Figur gewesen sein. Und es ist sehr, sehr seltsam. Denn manche sagen, sie hätten Nova Terra zu einer Uhrzeit hier gesehen. Sie steht hier vor, ist eine junge Hoch- oder Blutelfe und kniet vor diesem Grab als Geist. Ich bin mir nicht sicher, ob den jemals gefunden wurde. Eigentlich bin ich mir sicher, es gibt Bilder von ihr. Vielleicht findet ihr sie ja auch. Wir sehen uns gleich in einer anderen Location wieder. So Leute, und jetzt sind wir hier in der zweiten Location, nämlich in Nagrand, ein wunderschönes Gebiet hier im hohen Gras. Müssen wir aufpassen, dass keine Pokémon kommen. Ja, und da kommt ein Helikopter. Yay! Hat man ja fast gar nicht gehört. Ja, und hier ist das nächste Easter Egg. Nämlich ein Schwert im Stein. Aber wurde bestimmt von Dorothan hier reingemacht. Nein, aber dieses Schwert im Stein kennt ihr wahrscheinlich jedes kennt. Es ist das Sagenschwert Excalibur vom Sagenkönig Artus. Soll natürlich eine Anspielung darauf sein, schätze ich mal. Mit den schönen Blumen hier drum und diesem schönen Schwert hier. Ich muss einen Screenshot machen, so. So das Thumbnail. Wow. Ja. Und ich hoffe, dass irgendjemand mal dieses Schwert hier rausbekommt. Hat bestimmt dann super Stats und sowas. Müsst ihr mal probieren. Ja. Und das letzte Easter Egg, was ich euch zeigen möchte, befindet sich hier oben auf den Pilzen und jemand hat mir das per Kommentar geschrieben. Also bitte immer, wenn ihr irgendwas findet auf
WoW oder in WoW, schreibt es mir per Kommentar, weil ich mich sehr dafür interessiere. Da hinten ist es. Ja. Ein Skelett, das an einer Wasserpfeife sitzt, oder beziehungsweise an einer Shisha. Und das Sinnbild dieses Bildes, dieses Easter Eggs, ist, dass Rauchen tödlich sein kann. Rauchen kann tödlich sein.